Team zusammenstellen, aber allein kann ich derzeit nicht hochfahren. Sehen wir in London CTOS nach, wer verfügbar ist. Und liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs Legion. Und ich bin Claire Waters und wir reden diese Woche auf Buccaneer Radio über die Hacktivisten und angebliche Terrorgruppe DedSec. Colin ist in der Leitung. Colin, was meinst du dazu? Früher war meine Meinung, dass wir DedSec verhaften und sie in den Knast werfen sollen. Jetzt finde ich, man sollte sie einfach abknallen. Findest du es nicht etwas seltsam, dass sie als Verantwortliche hingestellt werden, ganz ohne Beweise? Sieh dir Turan an! Und unsere Stadt! Brauchen wir mehr Beweise? Nun, Colin, sieh dir doch mal ihre früheren, allesamt gewaltfreien Aktionen an. Elvian hat in den letzten Monaten mehr Leute ins Krankenhaus gebracht als DedSec jemals. Riecht nach Sündenbock. Jetzt ruft Emily uns an. Emily, was hältst du davon? Du hast absolut recht, Claire. Die Regierung gibt DedSec die Schuld, um den Anschein zu wahren, dass sie alles unter Kontrolle hätten. Sie haben wohl keine Ahnung, wie Virus wird hochgeladen. Steckt. Aber das klingt medial nicht so gut, oder? DedSec ist ihnen ein Dorn im Auge. Wen könnte man also besser beschuldigen? Angie, du bist jetzt dran. Was meinst du zu der Sache? Ich denke, das war DedSecs wahres Gesicht. Schrecklich, dass wir diese Gefährder jahrelang so vernachlässigt haben. Terroristen in unseren eigenen Hinterhöfen. Hast du mehr Angst vor DedSec als vor den verschiedenen Londoner Gangs, etwa Clan Kelly? Clan Kelly brennt vielleicht einen Laden nieder oder tötet gezielt, aber niemals wird das Fragment in die Luft jagen. Als nächstes Crypto King. Kamerafeedback abgegriffen. Ja, unbedingt. Jeder sollte doch seine Identität schützen. Gerade jetzt, wo wir wissen, wozu sie fähig sind und wie weit sie für ihre Ziele gehen. Warte mal, meinst du die Regierung? Behauptest du etwa, dass die Regierung für die Anschläge verantwortlich ist? Oh, glaub mir, Claire, sie waren es nicht allein. Soziale Medien werden durchsucht. Und dann machen wir den hier. Die Metadaten werden gehackt. Was sollen wir dagegen tun, Crypto King? Untertauchen. So tief, dass kein elektrisches Signal durchkommt. Es geht nicht anders. Okay, ich bedanke mich bei allen Anrufern. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, um mit mir die Wahrheit zu suchen. Nächste Woche besprechen wir bei Buccaneer Radio den Albion-Konzern. Wer sind die Männer und Frauen, die fette Löhne? So, da muss ich doch nochmal hoch, weil ich gerade runtergehüpft bin. Aber ich bin hier gerade ziemlich witzig. Schützen Sie London oder die Interessen anderer? Bis nächste Woche, Piratenfreunde. Das war's von Claire. So. Zeig mal Blumen. Oder Blume? Blumen weiß ich wahrscheinlich. Wenn es im Englischen ist. Ganz viele Kontakte. Viel schlimmer, als ich dachte. Kontakte gefunden. Holen wir mal die Londoner ins Boot. So, wer denn an den ersten drei Agenten? Wen haben wir denn überhaupt zur Verfügung? Wir fangen an mit Kaya Jankowski, Sportlerin, schafft es trotz Gehörschmerzen über einen Marathon ins Ziel. Körperlich fit, weniger Schaden, kürzere Verletzungszeit. Dann haben wir einen Türsteher, Lachlan McDonald. Wurde wegen Befehlsverweigerung aus der British Armed Force und hat eine automatische Pistole und extra Fraktionsschaden. Dann haben wir Liam Mega, wie auch immer, Sportstudio-Designerin. Stellt gefällt die Gutscheine her. Ah, können wir auch gebrauchen. Nehmen wir die mit. Nehmen wir den mit. Halt die Privatnummer. Ich nehme sie jetzt, ich lese jetzt uns nicht alle vor. Nur so nebenbei. Gut, nehmen wir sie mit. Nehmen wir noch einen Videospieldesigner mit rein, der kann auch ein bisschen hacken. Und dann steht unser Team zumindest mal für den Anfang. So. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der hier irgendwas zurechtgeladen hat.
Gut, da sind wir. Schön, dich lebendig zu sehen. Wenn du noch entschlossen bist, DedSec braucht dich. Ich schicke die Koordinaten unseres letzten Verstecks. Triff mich dort. Ja, klar. Was soll's? Klären wir uns mal ein Auto hier. Wir müssen ein bisschen aufpassen. In London ist übrigens Linksverkehr nur so nebenbei. Also da sollten wir ein bisschen aufpassen. Oh, Einbahnstraße. Upsi. Egal. Warte mal, ich muss gerade hier gucken. Hier lang. Scheinbar, oder? Ich muss gerade gucken, dass ich hier mal eben kurz... Okay, mein Bus lasse ich nicht spaßen. Orientieren, wo wir hier lang müssen. Jeder wird, dass wir hier rein müssen. Ja. Ich habe einen Patch auf deine Optik geladen, damit du auf unser Sicherheitssystem zugreifen kannst. Und wir müssen... Es ist so eingestellt, dass ich jemanden, der nicht zu der Zeit gehört, nicht einfach reinlassen kann. Du musst es manuell außer Kraft setzen. Fuck. Ich stecke in einem Spionagefilm fest. Das ist crazy. Ach so, ich muss das doch erst mal kurz gucken, wo wir hier lang müssen. Da können wir gerade gar nicht ran. So, dann müssen wir erstmal das Ding hier mit Strom versorgen, dass wir hier irgendwas drehen können. Und dann haben wir es. So, Tür offen. Du packst das, Mann. Du hast es drauf, Bro. Und damit herzlich willkommen bei DedSec. So, dann sind wir wieder unten im Tunnel. Jo, jo, jemand da? Schalt mir den Saft besser wieder an. Ja, machen wir doch mal. Schalt mal den Hilfsstrom ein. Aktivieren Backlist Server, das ist das nächste, was wir jetzt machen. Und das machen wir jetzt. Ah, ich bin wieder im Netzwerk. Lade unsere Datenbanken und Nachrichten. Was habe
nicht runter. Oh, oder? Terrorgruppe DedSec verantwortlich für Bombenanschläge in London. Dalton Wolf ist tot. Da lasse ich euch eine Sekunde allein und ihr verkackt es sofort. Also, Bagley Bags, wenn DedSec die Stadt nicht bombardiert hat, wer dann? Ich habe eine Erinnerungslücke, nachdem Dalton... Über die Audiodatei hier mit. Ich mach so nebenbei nur versehen Dinge. Die Untertitel ist ja mit. Was passiert ist, nachdem ich offline war. Bisher kann ich nur sagen, dass eine Da ist was. Eine Diskette. Das Spiel Nice Guys wurde 1989 von der Londoner Firma Ridplay Software veröffentlicht. Sega Arcade Adventure erzählt die Geschichte von Soldaten, die an einem Angriff der Menschheit Menschen auf dem Mars teilnehmen. Aha. Die Spieler müssen eine Widerstandsbewegung überschlagen, indem sie gerade all den Waffenlager, Propagandamaterial und Mars-Kommandodaten der Kommandanten vernichten. Ich war ein gewaltiger Flop. In der Folge wurde die Software aufgelöst und der ehemalige Geschäftsführer stellte eine neue Karriere im Geheimdienst zur Regierung. Also denen wird sich mehr Gehör geschenkt. Aha. Der Hackergruppe namens Zero Day beteiligt war. Ich glaube, Zero Day hat die Anschläge geplant und DedSec die Schuld in die Schuhe geschoben. Komm zu meinem Terminal. Sabine bittet um einen Videoanruf. Ich nehme, wie gesagt, nebenbei auch das ganze Zeug hier mit. Danke, vergehen wir dabei. Wir haben jetzt wieder einen Datenspeicher auf eine Audiodatei gefunden. Verbinde jetzt mit Sabine Brandt. Ich schlage vor, du hörst dir gut an, was sie zu sagen hat. Da bist du ja. Schön, dass du hier bist. Bagley, Gott, es tut gut, deine nervige Stimme zu hören. Ist dein Speicher intakt? Nicht annähernd. Die letzte Aufzeichnung ist die Razzia im Hauptquartier. Meine einzige Spur ist eine Gruppe namens Zero Day. Klingelt da was? Nein. Aber die Angreifer beim HQ waren Männer in Schwarz. Dieselben wie beim Parlament. Vielleicht Komplizen. Wir haben keine Chance. Alter, wie ist eine Lady wie du da nur rausgekommen? Ich flog durch die Kanalisation nach Camp. Ein Kontakt brachte mich aus der Stadt und seitdem habe ich im Norden versteckt. Sehr klug. Dein Profil ist im städtischen Überwachungssystem als vorrangiges Ziel markiert. Schon bei einer Teilidentifizierung würde man dich sofort erschießen. Ja, Mann. Weißt du, was ist hart hier für DedSec, Bro? Ich wollte eigentlich immer bei euch einsteigen, aber ich will ja auch nicht draufgehen oder so, nicht wahr? Zu, wenn jemand die Risiken kennt, dann ich. Ich habe alles und jeden verloren. Und dann sieht es so aus. Lennon ist auf dem Weg zur Hölle. Und wenn der Zeit das nicht ändern kann, dann kann es keiner. Die Stadt braucht einen Widerstand. Und er beginnt mit dir. Was sagst du? Wenn ich schon draufgehe. Dann mit Glanz und Gloria. Großartig. Neuer User registriert. Willkommen bei DedSec. Jo. Willkommen. Es wäre unverantwortlich von uns, dich nackt und schutzlos in die Welt rauszuschicken. Ach was. Du findest im Versteck Ausrüstung, die für deine DedSec-Arbeit unerlässlich ist. Technik-Upgrade. Technikpunkte. Lassen Sie sich überall im London finden, wenn Sie sich mal Technik-Upgrade zu kaufen. Kaufe ich im Tischmenü, um Geräte, Waffen und Text zu halten und um uns zu verbessern. Na gut. Wir haben 10 Technikpunkte. Datenspeicher. Aha. Achso, das wird es hier, okay. Lass mal aufspielen, kurz. Naja, brauchen wir nicht gerade. Ich dachte, das wäre jetzt was Kürzeres, aber das ist sogar mit der Podcast und ich will ja irgendwie auch ein bisschen was sehen und ein bisschen weiterspielen in diesem Spiel. Da vorne ist wieder irgendwas. Mitnehmen. Achso, das können wir mal spielen. Können wir es im Podcast suchen. Mit euren Piraten-Podcasts für all das, was ihr nicht hören sollt. Ich bin. Sie sind beide so Audiodateien. Hallöchen, da sind wir wieder mit dem Upload. Heute werden wir über CTOS 3.0 sprechen. Das städtische Betriebssystem, auf dem jetzt ganz London läuft. Falls es wirklich noch jemanden gibt, der es nicht weiß, CTOS wurde zuerst 2014 in Chicago und dann 2017 in San Francisco eingeführt, bevor es zu uns nach London kam. Und bei jeder Einführung gab es eine mehr oder weniger totale Katastrophe. Für alle, die
die uns zuhören und das Glück haben, die chaotischen Szenen noch nicht live miterleben zu müssen, ihr dürft nicht vergessen, dass der Telekom Tower jetzt Blue gehört. Der Tower thront über dem Nordwesten Londons. Er war schon immer ein wesentlicher Knotenpunkt des Fernseh- und Kommunikationsnetzwerks des Vereinigten Königreichs. Wobei man wirklich wusste, was genau dort so läuft. Und jetzt gehört der Blumen. Ich würde alles noch geheimen. So. Kauf am Tisch im Menü ein neues Gerät. Das städtische Überwachungssystem ist durch den Telekoms Tower. Und ich muss sagen, das Ding sieht. Absolut lächerlich aus mit dieser albernen Krone drauf und dem blauen Licht. Was soll das überhaupt? Was bringt das? Ich glaube nicht, dass das überhaupt einen Sinn hat. Eine Schande für das Stadtbild, wenn du mich fragst. Ich geh mal da hoch. Und Geld ist der Punkt, von dem Millionen Menschen aus kontrolliert werden. Das Netzwerk und Weltleben werden ebenfalls von dort aus betrieben und gestreamt. Und vergiss nicht die Autobahn. Ach, wir müssen durch hoch. Ich dachte immer, dass die ganz von selbst fahren. Ja, CTOS ist das große Steuersystem hinter den Autos. Naja, ganz zu Beginn der autonomen Fahrzeugtechnologie sind die Dinger noch selbstständig gefahren. Sie besaßen eine Reihe von Sensoren, mit denen sie die Welt um sich herum erkannten. Muss ich da rüber? Muss ich da durch? Der in die Ferne schaut, während Lidar nahe Objekte erkennt. Und auch wenn die Autos manche dieser Technologien nach wie vor nutzen, ist Blue in der Lage, mit CTOS und seinen detaillierten Karten und Daten über die Mauer die Kontrolle zu übernehmen. CTOS kann die Kontrolle über den Auto übernehmen, wenn du falsch parkst. Überrascht mich nicht, dass nur noch selbstfahrende Autos erlaubt sind. Aber das System ist so schlecht. Immer wenn ich ein... Nimm das mal mit. So. Gut, ich muss jetzt gucken, dass ich hier gerade mal rauskomme. Wo muss ich denn da hoch? Ring. Ich muss gerade gucken. Hä? Ist es gerade blöd, dass ich hier nicht rauskomme? Ich finde es gerade blöd. Ich will hier raus. Aber scheinbar nicht, oder? Was? Doch hier irgendwie jetzt. Hier ist noch so ein Audio-Dings. Bin ich jetzt gerade einfach so blöd, da rauszukommen? Hört das jetzt? Kauf am Technikmenü eines Gerät. Ja, ich würde ich gerne, wenn ich mal irgendwie wüsste, wie ich da rankomme.
Komm ich hier, komm ich? Muss ich jetzt was weitermachen? Hä? Bin ich jetzt blöd oder was? Kauf am Tisch den Menü und das Gerät. Ach so, oh, das ist. Mama so. Rüste im Teammenü ein neues Gerät aus. Man muss es erstmal wissen. So. Bin ich jetzt gerade. Das sind Daten. Achso, du hast schon. Ah, so funktioniert. Man muss sich nur ein bisschen reinfuchsen. Methode, um deine Identität vor der Gesichtserkennungstechnologie zu verbergen. Man nennt sie Maske. Und wenn wir schon hier sind, könntest du auch deine Garderobe etwas auffrischen. Ich meine, schau dich doch mal an. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. So, also. Die Maske. Wie lange haben wir denn dran? 75? Seit Corona, nicht nur seit Corona ist Masken jetzt ganz, ganz wichtig. Was haben wir denn schön? Jetzt haben wir ein Schweinchen. Nehmen wir die. Die Frisur, also müssen wir tatsächlich gucken. Ich check's gerade nur durch, mal eben. Nehmen wir den mit. Die Farben kosten auch noch, ach du Scheiße. Du hast jetzt alles schicke neue Spielzeug, aber es ist auch wichtig, die Grundlagen zu kennen. Okay. Du musst lernen, wie man zuschlägt und wie man einsteckt. Wir drehen durch, wenn du mit einer Waffe hast. Setz aber den Boxring. Nicht gnadenlos an. Da wollte ich immer mal kurz wagen. Schäden vermeiden. Bei der Zack benutzen wir Waffen nur im äußersten Notfall. Hast du schon gerade Monsen getroffen? Ihr gehört der Waffe. Sie ist ein alter Dezek-Kontakt. Und eine ausgezeichnete Amateurboxerin. Geh zum Übungsring, dann zeigt dann starten wir mal das Nahkampftraining. Wenn ich jemanden verprügeln will. Das machen wir noch und dann machen wir Pausenende. Sei nicht schüchtern. Schlag zu. Ja. Easy. Du musst unter meinem Loch durch. Finde meinen Schwachpunkt. Ja, guter Schlag. Jawohl. Geschafft, oder was? Und jetzt Fußarbeit. Du musst Abschlag gewinnen. Ach, wir müssen. Ich
Jetzt hab ich's drin. Jawohl. Ja, man muss sich ein bisschen reinfuchsen in das Spiel. So, Hammer. Eine Fähigkeit musst du noch lernen. Die Kontaktpflege. Der Rest deines Teams ist da. Warum plauderst du nicht ein bisschen? Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns wieder bei Watch Dogs.